Eine Anekdote aus meinem Leben will ich heute zum Besten geben. Vor ungefähr 13 Jahren wollte ich ins Wallis fahren. Was ich bisher nur auf Bildern sah, wollte ich selber sehen von nah. Der markante Berg ist weltbekannt, als Wahrzeichen der Schweiz genannt. Am Tage und in der Nacht, das Matterhorn in voller Pracht. Die weiße Spitze mit Schnee, sich spiegelt im glatten See. Dieses bekannte Fotosujet ist mein Ziel. Das ist wahrlich kein Kinderspiel. Die Sicht klar und die Luft rein. Keine Wolken und kein Wind darf sein. Nur so kann es gelingen, die Fotografie nach Hause zu bringen. Auf nach Zermatt und nicht nach Nizza. Zur Stärkung noch schnell eine Pizza. Dann aufwärts über Stock und Stein. An einem Prachtstag mit viel Sonnenschein. Die Alp gegenüber verschwitzt erklommen. Fühle ich mich schon leicht benommen. Aber zwischen Alpenblumen und Klee spiegelt sich das Matterhorn im See. Mit eigenen Augen kann ich es sehen. Mein Magen beginnt sich zu drehen. Wie sonderbar kann das Leben doch sein? Ich muss mich setzen auf einen Stein. Die Kamera liegt bereit daneben. Und ich beginne mich zu übergeben. Die Lösung des Problems ist banal. Möglichst schnell zurück ins Tal. Die Höhe war mein Problem, nicht die Pizza. Die war nur da für das Witzchen mit Nizza. Dennoch glücklich konnte ich nach Hause gehen. Auf der Fotografie war nichts davon zu sehen. Nur das Matterhorn im Sonnenschein. Sich spiegelt im See, so sollte es sein.